Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute wieder Brote aus aller Welt und zwar Holland, das Tigerbrot. Ich mache einen Vorteig, 180 Gramm warmes Wasser in eine Schüssel, etwa 30, 35 Grad. Meine Madre Bruno dazu, Sauerteig, Anstellgut. Das hier einmal aufschlemmen. Ich habe hier 25 Gramm von meinem Sauerteig drin. Alternativ kannst du das auch mit Hefe herstellen, dann einfach 1 bis 2 Gramm verwenden. 250 Gramm Weizenmehl 550er dazugeben, alles durchmischen. Wenn dir das zu mühsam ist, einfach den Teig von Hand durchkneten. Der muss eigentlich mehr oder weniger gemischt sein. Das darf keine Mehlnester mehr haben. Und beim Tigerbrot ist ziemlich einfach. Du kannst dir auch einen anderen Standardteig nehmen. Meistens werden hier helle Rezepte verarbeitet. Und das Tigerbrot ist vor allem die Kruste relevant. Das ist typisch, kommt aus Holland und ist in England auch sehr bekannt. In England heißt das Ganze Tiger Bread oder Dutch Crust. Und lebt halt einfach von dieser Krustenstruktur. Die Schüssel runterwischen, zudecken und 12 bis 16 Stunden in der Küche stehen lassen. Weiter geht's mit dem Hauptteig, Vorteig in die Küchenmaschine rein. Bei diesem Rezept ist sicher interessant oben diese Kruste beim Tigerbrot. Darum ist es eigentlich ein Standard-Weizenrezept, helles Weizenbrot, das ich hier mache. Ich gebe 340 Gramm Wasser bei, kaltes Wasser und 110 Gramm Milch. 750 Gramm Weizenmehl 550, 20 Gramm Salz, 20 Gramm Hefe. Und hier habe ich noch 8 Gramm Backmalz. Alternativ kannst du hier auch Honig verwenden. Dann Küchenmaschine starten auf kleiner Stufe. Dann nach ein paar Minuten das Tempo erhöhen und den Teig schön auskneten. Nach 15 bis 20 Minuten Knetzeit etwas Mehl in die Küchenmaschine geben, sofort stoppen und den Teig rausnehmen. In eine gefettete Box reinklatschen, Deckel drauf und für 60 bis 90 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit zweimal dehnen und falten, denn der Teig ist noch nicht perfekt ausgeknetet. Feuchte Finger machen und den Teig dehnen und falten. Ich mache jetzt hier die Wickelfaltung einfach hochheben. Der bekommt eine schöne glatte Struktur und wird wieder schön stabil. Das Ganze während der Garde noch einmal wiederholen. Der Teig ist ready, portionieren zu 280 Gramm. Dann nehme ich etwas Mehl auf den Tisch, Oberfläche durchs Mehl schleifen, unten das Mehl wegwischen, die wird schön glatt, unten klebt es. Und weil es unten klebt, kann ich das perfekt rund aufwirken. Bei diesem Teig darf man es richtig hören, das ist richtig cool und macht richtig Spaß, hier den Teig, vor allem eine Fläche, immer auf den Tisch zu schlagen und dann rumformen. Dann etwas Mehl nehmen, Teigtuch leicht stauben und immer zwei Kugeln nebeneinander hinlegen, zusammenziehen, damit die nicht in die Breite laufen. Zudecken, hier habe ich 250 Gramm Reismehl, jetzt mache ich die Tigerstreiche oder die Tigerpaste, 230 bis 250 Gramm Wasser, dazugeben, 12 Gramm Backhefe, 5 Gramm Salz, 25 Gramm Zucker oder Hello Sweetie und 10 Gramm Öl. Alles zusammenmischen. Richtig gut durchmischen, klumpenfrei verrühren. Die kann man auch noch beliebig aromatisieren. Einige geben da noch ein bisschen Malz rein oder färben sie ein. Man kann hier relativ viel spielen. Man kann sie auch flüssiger machen oder fester machen. Je fester die Paste, desto gröber das Muster dann. Je flüssiger, desto kleiner und feiner das Muster. Nach dem Rühren das Ganze etwas quellen lassen. Nach 40 bis 45 Minuten werden die Teile jetzt gebacken. Zum Teigtuch rausnehmen.
Und vor dem Backen werden sie natürlich noch mit der Tigerpaste bestrichen. Da gibt es zwei Techniken. Erstens einmal backe ich das gerne auf einem Backpapier, weil die Paste manchmal auch runterläuft. Zweitens von der Festigkeit der Paste. Du siehst jetzt hier von oben noch ein paar Stückchen. Sie sollten nicht ganz flüssig sein. Das wäre nicht gut. Wenn das der Fall ist, gib noch etwas Reismehl dazu. Weil sonst sind einfach diese Ausrisse viel zu fein. Ich habe schon gerne ein feines Muster, aber wenn sie zu fein sind, dann nimmt man es fast nicht mehr wahr. Und meine Erfahrung zeigt, dass jedes Reismehl wieder ein bisschen anders ist. Einige Reismehle binden sehr viel Wasser, andere wieder weniger. Darum schau hier die Konsistenz, oder? Wenn man da durchstreicht, dann verläuft es ein bisschen, bleibt aber nachher mit der Zeit stehen. Eine Technik ist, das Ganze hier mit dem Pinsel aufzutragen. Andere wiederum nehmen den Teigling und drücken den hier schön in diese Tigerpaste rein und ziehen dann alles raus. Ich finde jeweils, wenn man es so macht, dann ist ein bisschen wenig drauf. Darum bin ich der größere Fan vom Verstreichen mit dem Pinsel. Du kannst auch eine Kombination machen. Beim Reintunken ist natürlich noch zusätzlich die Gefahr, dass dir die Teiglinge zusammenfallen. Kann man hier noch 5 bis 10 Minuten warten, wenn man möchte, oder auch direkt in den Ofen bei 230 Grad mit Dampf backen, die Temperatur auf 210 Grad senken und etwa für 40 bis 45 Minuten backen, nach 20 Minuten den Dampf wieder ablassen. So Freunde, die Tigerbrote kommen zum Ofen raus und ich finde sie optisch richtig klasse. Schneiden wir eins an. Schön knusprig das Teil. Richtig crunchige Kruste, innen schön wattig. Schön weich, elastische Krume. Richtig schön. Die Kruste hat einen extremen Crunch. Innen dann das luftige Brötchen. Richtig harmonisch mit dieser Kruste. Um das geht es ja auch. Das ist das Typische bei diesem Brot. Schöner Crunch, leicht karamellisiert das Ganze noch. Wir haben ja auch einen Zuckergehalt drin, damit das auch eine schöne Farbe bekommt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Gerne auch nur das halbe Rezept herstellen, wenn dir 6 Brote zu viel sind. Du kannst sie auch größer machen, kleiner machen. Da bist du frei. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kanal abonnieren, lass mir einen Kommentar da. Glocke aktivieren nicht vergessen, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.